dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. So, jetzt geht's erstmal zurück zu Barry. Also irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Bin mir ganz sicher, dass hier wieder so ein großer Mob kommt. Nein. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ja, aus dem Wald schon, aber das will nichts heißen. Das will nichts heißen. So, jetzt schauen wir uns mal hier an. Hier immer. Was ist das? Jetzt untersuchen wir das mal. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Jo, aber wie kommen wir da rein, ne? Also so geht's nicht. Okay, müssen wir eventuell einen Schlüssel finden oder so. Ja, das ist ein Kontrollpunkt. Ja, da ist er da. Garagenschlüssel. Das ist eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Jetzt würde ich noch irgendetwas schauen. Ach, hier sind die Manuskripte. Da haben wir einige verpasst, die werde ich danach lesen. Man lernt die Natur an sich selbst. Was willst du von mir? Ja. Schauen wir mal da drüben noch rein. Der kam jetzt irgendwie voll unerwartet. Ich will nur schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. In der Regel liegt immer irgendwas rum, ne? Ja, abgesehen vom Schlüssel. So, also auf die Schnelle ist nicht, dann mal nichts. So, dann holen wir mal das Auto. Oder fahren wir mal los, ne? Den da würde ich sagen. Uah. Es ist nicht ganz einfach, ne? Das Fahrzeug zu steuern. Ich bin da wirklich nicht so gut. Den überfahren, ne? Das war halt so meine Hoffnung. Nicht wirklich. Doch. Also die Scheinwerfer können wir auch verstärken. Ich nur am überlegen, wo ist Barry? Hm.
bin ich ausgestiegen. Alle werden wir sowieso nicht kriegen. Sperry. Ich fahr mal da hoch. Achso, nee, da ist wieder so eine Sperre. Und ich steig immer automatisch aus, verdammt nochmal. Ja, ja, ach ja. Ja, ja. Drück immer im Fehl auf E. So. Probier mal es halt nochmal. Ja, das Fahren will irgendwie geübt sein. Dreht sich irgendwie voll schnell das Fahrzeug. So, jetzt können wir ein bisschen langsamer. Ich fahre jetzt einfach mal durch, weil... So, und da ist wieder eine Sperre. Und da drüben ist Licht. Also fahren wir mal darüber. Und ich würde sagen, hier steigen wir mal aus. Weil ich habe hier was gesehen. Und eine Schrotflinte, aber ein Jagdgewehr. Soweit ich mich erinnern kann, kann man ja auch die Fahrzeuge wechseln, aber mir gefällt dieses besser als das hier. So. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo Barry ist. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs, ne? Es ist nicht einfach, dieses Fahrzeug zu steuern. So. Barry müsste hier sein. Dann steigen wir mal aus. Es wird eh was kommen. Bin mir ganz sicher. So, da sind wir wieder mal falsch, ne?
Das ist doch das Polizeirevier. Ja, halt dieses Büro von diesen Polizisten. Naja, dann steigen wir mal wieder ein. Insofern. Insofern das geht. So. Ja, ja, da war dieser Polizist. So, jetzt haben wir es zu Schrott gefahren, nehme ich mal an. Jetzt schauen wir mal darüber. Vielleicht ist das eh besser. Es ist auch ein bisschen kleiner. Ach so. Nö, wir können nur mit dem einen fahren. Oh, blöd. Hat er irgendwie in Erinnerung, dass man das Auto wechseln kann? Und da kann man nicht mehr einsteigen. Ach, fuck. Das ist jetzt wirklich beschissen. Da hätte ich doch ein bisschen mehr aufgepasst, ne? Wenn ich gewusst hätte, dass man das Fahrzeug nicht wechseln kann. So ein Caravan gehen oder wie man das nennt. Also irgendetwas ist sehr faul. Schauen, ob man hier einsteigen kann. Nee. So, jetzt geht irgendetwas ab, weil hier liegt nicht ohne Grund. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Es liegt nicht ohne Grund hier, diese ganze Munition. Was war da oben? Ja, da war's aber. Momentan glaube ich nicht so richtig. Lass mich bloß in Ruhe, du. Wo ist das Vieh? Also die Hütte war es mal nicht, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja, ruf nur an. Es war der Entführer. So. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ja, ich verstehe. So, ich renne mal da hoch, weil, soweit ich mich erinnern kann, war das ganz oben, dieses Gebäude. Mit diesem Mammut. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ja, da ist es. So, die rösten wir mal, weil, ach, da sind wieder Waffen. Ja, ich glaube, jetzt geht's richtig ab, anhand. Sieht halt irgendwie danach aus. So schnell rein. Jetzt kommen wir natürlich nicht rein, ne? Das war doch irgendwie klar, dass wir jetzt da heraus da draußen abgeschlachtet werden.
Deswegen meint er ja, das ist wie bei Hitchcock, ne, die Türen. Ja. Sieht schon... Ups, warum haben wir jetzt eine Leuchtpistole? Die will ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht verwenden. So, und wir haben nur noch zwei Batterien, das war jetzt wieder mal... schlau. Die ganzen Batterien zu verballern, ich möchte nur in das verdammte Haus. Ja, wir kommen hier ins Haus. Was ist denn da? Da ist ein Pfeil. Wieder zu einer Kiste. Batterien einsetzen, ja. Wir haben aber nicht so viele, das ist das Problem. Ist das ist viel. Ja, wir könnten auch Leuchtpistolen einsetzen. Wäre auch eine Möglichkeit. So, aber ich suche mir jetzt einen Schutz oder so. Irgendwo muss ich sich da schützen können. Für diesen... Hier hat man sie besser im Überblick. So, aber ich frage mich, was wir jetzt noch machen müssen, anstatt hier Vögel zu jagen. Aber wahrscheinlich müssen wir eine gewisse Menge an Vögeln verputzen. Das ist nur so. Ich habe nur noch eine Batterie hier. Wenn das so weitergeht, dann können wir wieder von vorne. So, wir haben es nach Jahren geschafft, alle Vögel. Ja, ja, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas. Über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wake sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Oh, dear Dino. Gutes Kind.